Hallo und herzlich willkommen zurück zu Holstein Kiel International, dem FIFA 21 Karrieremodus und nach dem aufregenden Pokal aus leider gegen Leipzig in der vergangenen Woche bzw. am Dienstag steht heute am Samstag das nächste Spiel an und das ist ein wichtiges, denn es geht zum Tabellenletzten. Nee, der Tabellenletzte kommt zu uns, der erste FC Heidenheim. 4 Punkte nur aus 13 Spielen, ein Unentschieden, ein Sieg bei 11 Niederlagen, nicht so gut, ihr seht, wir 4 Siege, ein Unentschieden, 8 Niederlagen, auch nicht wirklich gut, aber dann doch 9 Punkte vor den Heidenheimern und wollen natürlich diesen Vorsprung auf den Tabellen oder auf das Tabellenschluss nicht weiter aufbauen. Viele Spieler sind kaputt, das Pokalspiel ist wie gesagt nicht lange her, deswegen wird ordentlich rotiert. Wer heute von Anfang an startet, das seht ihr gleich nach dem Intro. So sieht die Aufstellung heute aus. Gelios, unser Stammtorwart in der Liga, zurück. Die Innenverteidigung stellt sich von alleine auf, denn Araújo fällt ja noch viele Monate aus. Van de Beek und Wehne, da haben wir mal durchgetauscht, die Außen. Im Mittelfeld auch komplett drei neue Musiala auf der 10, dahinter Götze und Toft und vorne Reese und Wahid Fagir darf mal wieder von Anfang an ran. Und der Himmel ist schneeverhangen und es schneit. Wir haben Dezember und wir sind im Holstein-Stadion hier an der Kieler Förde, wo eigentlich selten Schnee liegt, kann ich aus Erfahrung sagen, während hier eine Fliege um meinen Kopf fliegt. Es wird also kalt und eher ungemütlich. Heidenheim kennen wir mit der schlechten Auswärtsbilanz dieses Jahr. 7 Spiele, nur ein Punkt, das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, hier ist ein Bug, dass die alle 0 zu 0 Tore haben und Hertha minus 24, aber okay. Kein Sieg bisher auswärts, die Heidenheimer. Dafür wollen wir natürlich sorgen, dass das so bleibt. Heidenheim kennen wir ja in diesem Karrieremodus ganz gut, natürlich mit Aufsteiger aus der zweiten Liga. Dort wurden sie souverän Meister. Ich glaube, wir konnten einmal sogar gewinnen, einmal verloren in der zweiten Liga gegen Heidenheim. Mal gucken, wie das heute wird im Kieler Holstein-Stadion. Wir starten, ihr habt es eben gesehen, mit Gelios im Tor, davor Van de Beek, Kommendawahl, Neumann, Wehne, Götze und Toft. Im zentralen Mittelfeld muss sie alle auf der 10 und vorne Fabian Reze und Wahid Fagir. Ibrahim im Tor der Heidenheimer, da vor die Viererkette für Rübach, Schonlo, De Vries und Busch. Leipert stark, Gurdisch und Sessa. Und vorne Profi und Schmidt. Viele bekannte Gesichter, die haben sich nicht so groß umgestellt nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Und es sieht ja auch nach Abstieg aus. Kiel in Rot, Heidenheim in Blau, Fagir stößt an. Der Ball rollt hier mit orangen Linien. Aber trotzdem weißer Ball. Na gut, man kann ihn ja halbwegs gut erkennen. Götze auf Vandenberg. Wie auch schon im Spiel gegen Leipzig, als er reinkam. Fast, glaube ich, der deutlich defensivere Spieler anstelle von Felix Agu. Musiala zu steil für Philipp Wehne. Mal schauen, ob wir dieses schöne Passspiel heute aufgezogen bekommen. Auf diesem doch sehr rutschigen Untergrund. Fagir, zweiter Ballkontakt schon. Nach wenigen Minuten Anspielstation im Mittelfeld. Auf Musiala, Reze war im Abseits. Fagir, schöner Pass auf Robbie Götze. Der ist alleine und kriegt den Ball hier auf dem schneereichen Untergrund nicht ganz unter Kontrolle. Aber erste gute Annäherung ans Tor der Heidenheimer. Schonlau kloppt ihn nach vorne, zu weit. Kommender fängt ihn easy ab. Und Gelios mit seinem ersten Ballkontakt. Kornic, Profi, hat da ein bisschen Platz. Wahl blockt den ersten Ball. Leipertz stark. Langer Ball auf Föhrenbach. Und die Flanke ins Tor aus. Thomas Müller geht vielleicht zum FC Chelsea. Interessanter Wechsel, wenn das so vonstatten geht. Toft. Klasse Pass. Auch Philipp Wehne, aber ein Tick zu steil. Man darf ja gespannt sein, wer bei Kiel so ein bisschen heute die Leitung übernimmt. Burkhardt, viele Akzente, Mühling auch und natürlich auch der teuerste Neuzugang Michel Damsgaard. Sonst, sie sind heute alle nicht dabei. Musiala hatte gute Balleroberung hier von dem Wehne, der in ein... Oh, doch kein Einwurf, na gut. Musiala hatte Spiele, wo er wirklich übernommen hat, wo er seiner Rolle als Zehner absolut gerecht wurde. Hat jetzt aber viele Spiele nur zugeguckt, weil Damsgaard einfach in guter Form ist und nochmal eine Klasse besser ist als Musiala. Mal gucken, ob der heute hier so ein bisschen das Kieler Spiel in der Offensive lenken kann. Bisher... Wow, 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 erstmal verteidigen, Gelios ist da.
Bisher tut das noch so niemand, der hier die Verantwortung übernimmt und das Spiel so ein bisschen an sich reißt. Muss auch nicht immer sein. Jetzt guter Ball von Musiala auf Philipp Mbeene. Der hat viel Platz. Zieht er den 16er. Macht das alleine oder legt er in die Mitte? Er legt in den Rückraum. Da waren dann zu viel Blaue. Vandenberg gut den Ball erobert. Und Kiel weiter Ballbesitz mit Fagir auf Gotz. Und er verliert den Ball. Ja, die Kieler tun sich schwer hier auf dem eisigen Untergrund. Die Heidenheim allerdings auch nur mit dem einen Schuss eben den Gelios halten konnte. Jetzt vielleicht der nächste Abschluss, aber der geht nicht mehr aufs Tor. Also Kiel die ersten 10 Minuten klar besser, dann hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Jetzt ja beide ohne große Torchancen, aber beide mit, sagen wir mal, Offensivaktion Toft überhaupt noch nicht im Spiel leider. Und wieder die Heidenheimer mit Schmidt, der Walder aussteigen lässt. Und Neumann in letzter Sekunde grätscht er da fair ab. Musiala schickt Fagir. Klasse Pass, kann der Dene sich durchsetzen? Nein, kann er leider nicht. Rese auch noch nicht im Spiel. Toft auf den Vene. Der wieder auf Toft. Ah, der will Fagir da anspielen. Musiala wäre die bessere Option gewesen. Neumann, klasse gemacht. Und jetzt Toft auf Fagir. Und Vene, der richtig Betrieb macht. Föhrenbach kommt aber ran, läuft ihn ab. Kiel bleibt im Ballbesitz mit Toft. Und Wahid Fagir. Erster Abschluss der Kieler. Guter Schuss. Es spielen ja so ein bisschen. Es spielt die zweite Garde. Und das sind so ein bisschen die Unglücklichen, die Neuzugänge, die noch nicht so wie Fagir noch nicht so zeigen konnten, was sie können. Oder auch wie Fabian Riese, der eigentlich einen richtig guten Saisonstart hatte. Der hat allerdings von Serra und Burkhardt ein bisschen seinen Stammplatz oder an die beiden den Stammplatz ein bisschen verloren hat. Auch ein Torf, der noch natürlich sehr jung ist. Gotz, alle so eher so die Ersatzspieler. Und da will natürlich jeder versuchen, heute einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen, um sich eben für mehr Spielzeit zu qualifizieren. Rese. Musiala. Und wieder im Wähle, der von Vorenbach da viel Platz kommt. Hat den Kopf oben. Musiala. Und gut gehalten von Ibrahim. Also Kiel zieht hier, während es langsam Richtung Pausenpfiff geht, zieht Kiel nochmal ein bisschen die Zügel an. Ecke von Toff, der die in Vertretung von Mühling schickt. Die kommt gut auf Riese. Und Fabian Riese trifft endlich wieder. Den muss man aus dieser Liste von Fakir, Toft und Gotz und so eigentlich rausnehmen, weil er einfach zu gut ist. Und das zeigt er hier. Bedankt sich nochmal beim allmächtigen Allah für diesen schönen Ball. Klasse Ecke auch von Mats Toft. Und Rese steigt am höchsten und macht es dann eiskalt. Ein schöner Kopfball von Ibrahim dann ohne Chance. Fünftes Saisontor, also schon definitiv jemand, der sehr wichtig ist für unser Spiel. Und der wird sicherlich demnächst auch mal wieder von Beginn an starten. So wie heute ja auch. Guter Ball. Neumann ist da und es gibt Freistoß oder Elfmeter? Ne, Freistoß. Komenda hat da noch einen gerupst und bekommt Gelb. Müssen wir uns nochmal die Wiederholung angucken. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ah, da nach dem Pass rutscht da noch ein rein. Nille winkt ab, aber das war ein Foul. Gibt Freistoß für Heidenheim. 22 Meter Torentfernung. Profi läuft an. Profi schießt und knapp übers Tor. Nochmal die Kieler. Musiala auf Riese. Vandenberg läuft, macht nicht richtig mit. Fagir und Halbzeit. Kiel führte mit 1:0. Geht in Ordnung. Bessere Anfangsphase. Dann hat sich so ein bisschen ausgeglichen. Heidenheim hatte auch seine Chancen. Zum Ende der ersten Halbzeit Kiel nochmal angezogen und dann durch Fabian Riese den 1:0 Führungstreffer hier erzielt. Auf den anderen Plätzen ist viel los, aber auch nicht so viel. Wir haben ganze 5 Spiele. Köln, Freiburg 0:0, Gladbach führt 1:0 zur Pause gegen Bremen, Dortmund führt 1:0 gegen Augsburg, Schalke liegt zurück zu Hause gegen Hoffenheim und Mainz liegt zurück gegen unseren Achtelfinalgegner RB Leipzig. Musiala auf Riese. Der nimmt Toft mit. Der wieder auf Musiala. Und da war Fagir fast durch. Gerade noch abgegrätscht. Die ersten paar Minuten ereignislos. Dieser Ball auch viel zu lang. Kommt der erste FC Heidenheim hier nochmal zurück.
Guter Doppelpass mit Toft und Wene, der viel Betrieb macht. Bringt den Ball jetzt rein, Riese, aber diesmal kommt er nicht zum Kopfball. Jetzt vielleicht mal Heidenheim mit dem langen Ball auf Kevin Sessa. Vandenberg kommt nicht ran, kann ihn aber so ein bisschen wegdrängen. Leipertz. Doppelpass. Schön gespielt. Ball rutscht vorbei. Gelios und lenkt zur Ecke. Er ist halt da, wenn man ihn braucht. Spielt eine klasse Saison. Ja, das Gelios. Erste Ecke, glaube ich. Für die Gäste aus Baden-Württemberg oder Bayern. Ich weiß nicht genau, wo das liegt. Irgendwo da an der Grenze. Rausgeköpft. Und Gotz hält den Ball. Nimmt Toft mit. Und der sieht, dass Riese läuft. Allerdings sehr weit außen. Kriegt er den Ball irgendwie in die Mitte. Hält den Ball. Das hat er gut gemacht. Musiala auf Robbie Gotz. Abgeblockt. Ist der Ball noch heiß. Fagir ackert Riese. Und dann ist der Ball weg. Langer Ball auf Sessa. Aber auf dem nassen Untergrund und schneereichen Untergrund. Er kriegt ihn noch. Komenda rutscht da wieder rein. Der hat doch schon gelb. Glück gehabt, dass es hier kein Gelb-Rot gibt. Oh, Heidenheim. Und Gelios ist wieder da. Also die geben sich hier nicht auf. Das ist kein Spiel wie gegen Werder Bremen, wo bei Kiel alles lief und es ein hoher Sieg wurde. Das hier ist Kampf pur auf dem schneereichen Untergrund. Wieder Profi mit Schmidt. Heidenheim hat sich auf jeden Fall hier noch nicht aufgegeben. Nächster Abschluss und wieder Gelios. Nächster Ballverlust im Aufbauspiel und wieder die Chance für Heidenheim, hier die Abwehr eiskalt zu überraschen, aber erstmal abgedrängt, Profi, Marlon Busch, Sessa auf dem Flügel, schönes Doppelpass mit Busch, Vandenberg merkt mal die fehlende Spielpraxis an und Wahl ist dann zur Stelle. Und Toff, der nächste Fehlpass, der ist heute nicht im Spiel, wird auch gleich ausgewechselt werden. Bei der nächsten Unterbrechung, Burnic, Vandenberg und... Oh, da gab es noch einen Rupser von Musiala. Komenda gegen Schmidt im Rückraum. Sessa, einer muss da mal rauf. Der Ball geht einfach nicht jetzt aus. Wieder Busch, noch die nächste Flanke. Und Gelios hat ihn. Doppelwechsel bei Holstein Kiel für Bartels und Jonas Meffert. Kommen rein, Musiala und Toft dürfen duschen gehen. Bartels also jetzt auf der ungewohnten Zehnerposition. Aber ich bin mir sicher, dass er das kann. Fagir, der darf noch ein bisschen spielen. Ach, verliert hier allerdings den Ball. Langer Ball, aber Profi kann dann nichts damit anfangen. Oh, gibt Ecke? Wieso das denn? Da war doch keiner mehr dran. Ecke kommt, Wahl ist da. Burnic. Profi. Und Abseits. Also es bleibt hier spannend bis in die letzten Minuten. Meffert, boah, kein Foul gepfiffen. Wahl ist da. Aber das war, da beschwert er sich zurecht. Fagir schon wieder kein Foul. Also Heidenheim spielt hier richtig körperbetont. Oh, nächste Flanke. Komenda steigt am höchsten. Und jetzt vielleicht mal der Konter mit Riese und Fagir. Der auf Gotz und Vandenberg schaltet sich mal mit nach vorne ein, aber der Ball so in den Rücken gespielt. Riese, Gotz, auf Wahid Fagir und Ibrahim mit einer Hand und Ecke. Die ist natürlich wichtig, 87. Minute, das kostet Zeit, das kostet viel Zeit. Und die erste Ecke der Kieler war gefährlich, führte zum einzigen Tor bisher. Diesmal schießt Riese allerdings selbst. Riese mit der Ecke Richtung Neumann. Rausgeköpft und Wene rutscht vorbei. Oh fuck. Profi zieht durch, in der Mitte ist, sind zwei mitgelaufen. Spielt nochmal hinten rum. Und es gibt Freistoß. Vereinheim, der kommt rein. Neumann zur Stelle. Profi nochmal auf dem Flügel, hinten um Steurer. Erste Flanke abgefälscht von Neumann. Kriegt er ihn noch vor der Linie? Jo. Wene. Und Gelios. Und Abpfiff. Gar nicht auf die Zeit geachtet.
1:0 gewinnt Kiel hier gegen Heidenheim. Das ist nicht das wunderschönste Fußballspiel gewesen diese Saison, aber es sind drei wichtige Punkte gegen den Abstieg. Rehse mit einer 8,1, Gotz mit einer 7,1, Toff mit einer 7,4, Wahlen und Neumann, Vene auch gut und Gelios eine 8,9. Ganz starkes Spiel wieder, 2:0. Auf den anderen Plätzen gewinnt Köln und Gladbach und Dortmund, Hoffenheim und Leipzig. Übrigens hier das neue Trikot ist auch endlich da. Ich find's ziemlich schick, muss ich sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Sind sie mit der zweiten Spielhälfte, ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Sie konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Hatten sie vor dem Spiel dieser beiden so ausgeglichenen Teams Zweifel, dass es einen Sieg geben würde? Ich habe der Mannschaft vertraut und ich finde auch, der Sieg geht in Ordnung. Unentschieden wäre auch okay gewesen, aber ein knapper Sieg für Kiel oder unentschieden, das waren beides so die Ergebnisse, die dem Spielverlauf Stand geben. Profi war beim Gegner heute einer der besten Spieler. Wie schwer war es, den Sturm von einem Torschützen zu hindern? Leicht war es nicht, aber wir haben unser Spiel gemacht. Gelios hat klasse gehalten, wenn doch mal ein Ball durchkam. Und dann gucken wir nochmal auf die Tabelle und sehen rechts unseren nächsten Gegner, den FC Bayern München in der Allianz Arena. Und der steht auch an der Tabellenspitze noch ungeschlagen, noch ohne Niederlage. 12 Siege und 2 Unentschieden, 38 Punkte. Das ist stark. Leipzig dahinter mit 32 Punkten. Dortmund und Leverkusen mit 31. Also der Kampf um Platz 2, wie so oft, ist spannend. Der Kampf um Platz 1. Nicht mehr so ganz, Hoffenheim mischt da auch noch mit 30 Punkten. Dann schon eine recht große Lücke, dann Schalke, Gladbach, Frankfurt, Köln, Augsburg und dann schon wieder 11. 16 Punkte, gar nicht so weit weg vom, vom internationalen Geschäft schon, aber auch ein bisschen Vorsprung auf die Abstiegsränge, wo Wolfsburg den Relegationsplatz belegt mit 10 Punkten, also 6 Punkte Vorsprung, aber noch einige Teams dazwischen, unter anderem Hertha, Mainz, Bremen und Freiburg. Und Stuttgart 8 Punkte, 17. und Heidenheim weiterhin nur 4 Punkte. Tabellenschluss liegt also nächste Woche dann gegen Bayern. Schaltet dann natürlich auf jeden Fall ein. Das wird natürlich ein Kracher, eine ganz schwere Aufgabe. Und ich kann auch mal sagen, wir werden demnächst auch mal wieder uns um unsere Vertragssituationen der einzelnen Spieler kümmern. Also abonniert gerne kostenlos. Das wird hier richtig wild. Die Stadiontour müsste auch bald online sein, falls es noch nicht ist. Und Formel 1 gibt es auch noch. Also viele Gründe zum Abonnieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich habe mich irgendwie gerade verlegen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.